Hallo zu unserem 6. Spaziergang bzw. zum 6. Teil unseres Spazierganges durch Schweinfurt in Unterfranken. An dieser Stelle haben wir den ersten Spaziergang begonnen. Wir sind beim Jägersbrunnen vor dem Kaufhof und hier ist das Parkhotel und wir laufen wieder Richtung Fußgängerzone. Hier ist die Hirtengasse. So ein kleiner Blick in diese Straße hier. Irgendwie sieht man hier immer nicht so den Straßennamen, aber es ist die Hardegasse. Mit dem Gasthof Rhönlust. So, aber hier drehen wir um, schauen uns die Fassade der Rhönlust nochmal an. Interessant ist auch dieses kleine, etwas verfallene Gebäude hier. Interessant, was da drin ist. Bonito. Eine Spielhalle, die es wahrscheinlich aber sicher sogar nicht mehr gibt. Hier sausen die Busse durch. Links ist der große Bushalteplatz. So, da waren wir schon heute. Und sind dann aber vorgelaufen in Richtung Marktplatz, Fußgängerzone. Und ich wollte jetzt mal hier vorne am Busplatz nach links gehen. Das ist der Rossmarkt hier. Und wir biegen mal nach links ab und schauen uns auch diesen Teil des Rossmarktes an. Und vor allem gehen wir mal hier in diese Straße hinein. Und zwar ist das die Wolfsgasse. Schauen wir uns mal die Wolfsgasse in Schweinfurt nochmal an. So. Also das hier ist die Wolfsgasse mit etlichen Schnellimbissläden, orientalischen Supermärkten, mit der Gaststätte zum Weißen Rössel. Boutiquen, größeren und kleineren Geschäften. Hinterhöfen. Hier ist das Ende der Fußgängerzone. Ja, laufen wir vielleicht zurück, damit wir die Wolfsgasse aus allen erdenklichen Perspektiven mal gesehen haben. Naja, okay. Also wir laufen in Richtung Rossmarkt. Und haben hier links wieder eine neue Straße mit Geschäften, mit kleinen Läden und Schnellimbiss, Restaurants. Hier ein Blick auf den Rossmarkt. Mal ein Blick zurück. Wir laufen diese Straße weiter und vor uns ist dieses Zeughaus, das wir bei einem unserer früheren Spaziergänge schon gesehen haben. Das Geno-Haus, ein libanesischer Minimarket. Hier eine Ruine, ein leerstehendes Haus, das vor sich hin bröckelt. Hier sind wir vorhin schon mal gelaufen. So, wir sind jetzt in der Zehntstraße und laufen in Richtung Fußgängerzone. Das ist die Zehntstraße. Vor uns kreuzt die Apostelgasse. Und die Apostelgasse, die schauen wir uns zuerst einmal kurz auf dieser Seite hier an. Nein, das ist der Graben, Entschuldigung. Wir befinden uns jetzt im Graben. Eine etwas ruhigere Straße. So, da kann man schon wenden. Wir laufen den Graben zurück. Ich muss hinzufügen, dass heute nicht mein bester Tag ist. Mein Akku war vorhin leer und ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass ich meine vollen Akkus im Auto gelassen habe. Bin also zum Auto zurückgelaufen. Die ganze Aktion hat mich, ich glaube, fast eine Dreiviertelstunde gekostet. Und jetzt bin ich etwas außer Atem. So, das ist jetzt die Apostelstraße oder Gasse. Auch eine schöne enge Straße. Apostelgasse, nicht Straße. So, jetzt überqueren wir mal diese Straße hier und kommen auf den Georg-Wichtermann-Platz. Mit Blick auf das Hotel Ross. Hier gibt es Bänke, wo man sich ein bisschen ausruhen kann von den Strapazen des Shoppings. Blick zurück auf diesen Platz. Hier ein kleines Gässchen noch. Ob das überhaupt einen Namen hat. Nicht wirklich. Dann haben wir diesen schönen Brunnen hier, umgeben von Kaffeetischen. Hier fängt die Spitalgasse an, die wir schon gefilmt haben. Das ist der Albrecht-Dürer-Platz. Und hier warten wir auf eine grüne Ampel. So, wir überqueren den Albrecht-Dürer-Platz. Das ist die Hohe Brückengasse. Hier vorne. Schauen mal in Richtung Rathaus, durch die Spitalstraße oder Spitalgasse, Straße. Und werfen mal einen zufälligen Blick in diese Straße hier. In die Schultesstraße. Sieht nicht so beeindruckend aus, aber auf der anderen Straßenseite sehe ich ein interessantes Gässchen, nämlich den Fischersteig. Der gefällt mir schon besser. Da haben wir nämlich die oder das Backstüble. Das sieht ganz nett aus. Und auch diese Straße hier . Das ist wahrscheinlich weiterhin der Fischersteig. Auch diese Straße sieht sehr nett aus. Etwas nervig ist nur der Verkehr ohne Ende. Zentralgaragen. Sieht aus wie aus den 70er Jahren das Ganze hier. Und wo sind wir hier jetzt gelandet? Vor einem Tattoo-Shop. Blick auf den Albrecht-Dürer-Platz. Blick auf die Häuserzeile in der, ja, wie heißt diese Straße jetzt? Ich weiß es nicht. Irgendwas mit Fisch. Fischerrain oder irgend sowas. Was haben wir denn da vorne? Die Weinstube, Restaurant Hess. Und ein Blick zurück natürlich, wie immer, in diese Straße hier. Mit einer sehr schönen Häuserzeile. Die Weinstube Hess scheint es auch schon seit längerem nicht mehr zu geben. Das ist der Fischerrain hier. Oh, das sieht ja super interessant aus, der Fischerrain. Was hätte ich denn da verpasst, wenn ich den nicht entdeckt hätte? Weinrestaurant Hess. Hier lebte Hubert Gutermann. Er prägte als Pädagoge und Heimatforscher das Bild von Altschweinfurt. Das heißt, ich bin hier irgendwie in Altschweinfurt. Dann bin ich hier genau richtig, im Fischerrain. Ja, das sind wirklich schöne alte Häuser mit schönen alten Fensterläden aus Holz. Das sind alles Wohnhäuser. Ein Brunnen. Ja, das ist jetzt eine der schönsten Straßen, die ich bisher in Schweinfurt entdeckt habe. Der Fischerrain. Distelspilz am Fischerrain. Und hier scheint schon das Ende zu sein. Das war's, wir drehen um und laufen den Fischerrain noch einmal in die andere Richtung, wegen den besseren Lichtverhältnissen. Links geht's in den Fischersteig, aber wir laufen den Fischerrain zurück. Und schauen uns vor allem die Häuser auf der linken Seite nochmal an. Da steht sogar irgendwas. Ich kann es auf die Schnelle nicht lesen. Zunfthaus der irgendwas. Die Weinstube Hess. Und anscheinend macht der Fischerrain einen scharfen Knick nach links. Und diese Seite hier, also wenn man links weiterläuft, nennt sich auch Fischerrain. Da geht's weiter. Wir überqueren mal. Und laufen jetzt in Richtung Albrecht-Dürer-Platz. Irgendwie riecht es ja auch nach Fisch. Fischer und Schiffer in Schweinfurt. Und hier hat es wirklich gerade nach Fisch gerochen. Ah, die verkaufen Fisch hier, deswegen. Frisch aus dem Main gefangen. Vor uns ist der Albrecht-Dürer-Platz wieder. Und rechts geht es in die Spitalgasse, Straße, immer sage ich es falsch. Und hier beende ich diesen Teil des Spaziergangs und schau mal, ob es noch eine Fortsetzung gibt. Bis gleich.